Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Days Gone. Und ja, wir sollen das Holzfällerlager räumen, sauber machen, whatever, von Zombie-Gedöns befreien. Und ich freue mich jetzt nicht gar nicht, weil ich glaube, es wird uncool. Habe ich denn hier... Hä? Tankstelle da vorne. Ah ja, nice. Hi, ich bin der Tankboy. Aha. Aha. Benzin. Ah, gutes Timing. Oha. Ohne Benzin rumzustehen ist bestimmt schön. Flupp. Können das ja auch nicht aufräumen, weil... Ja. Bin ich zu dem Holzfäller, ja, Lager. Das wird bestimmt uncool. Ich habe so ein ganz blödes... Ups! Ach, ich hasse Motorrad. Motorrad, bist du in Ordnung? Es verliert halt einfach schon mal 5% Haltbarkeit dafür, dass ich nur einmal kurz mal irgendwo dagegen glitsche. Ich habe keine Fertigkeitspunkte. Das ist voll für den Arsch, Boy. Und ich sollte nicht so viel Zombies über den Haufen fahren. Das macht mein Motorrad nämlich kaputt. Das finde ich voll scheiße. Das ist nämlich sehr effektiv, tatsächlich. Zombies über den Haufen fahren. Das macht auch Spaß. Ja, man sollte es nur nicht so oft machen, anscheinend. Da, den habe ich umgefahren. Hi, du. Mehr Beute. Ja, das Ding ist, ich brauche eigentlich noch ein paar Sachen für Pfeile. Ich habe nämlich noch nichts gemacht. Oh nein. Ich habe immer die Befürchtung, dass mich irgendein Arschloch anspringt. Ohne Witz. Seitdem mich dieser komische Zombie-Joe da angehopst hat, bin ich ein bisschen... No. Sehr vorsichtig. Ein Hirsch! Doch ein Hirsch. Ein Hirsch. Hirsch, Hirsch, Hirsch. Hirsch, Hirsch, Hirsch. Ein Hirsch, 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 Hirsch. Hirsch. Der stirbt bestimmt nicht gleich. Ob ein Hirsch mich angreift und mich ins... mich hirscht, wenn ich ihn hirsche? Schon, komm schon, komm schon! Das war voll für den Arsch. Wieso kann man nicht wie bei Red Dead sein Motorrad zu sich pfeifen? Bolzen. Ach, habe ich bekommen. Ha! Ich will gar nicht zu dem Holzfällerlager. Das wird bestimmt wieder scheiße enden. Kann ich euch jetzt schon versprechen. Das brauche ich. Ja, das brauche ich. Dass das Blumen nicht pflücken kann? Nein. Blöde Hirsch hat sich verpisst. Der rennt da unten. Der hat keinen Bock mehr auf mich. Ich hätte auch keinen Bock mehr auf mich, wenn ich einen Pfeil in den Arsch bekommen hätte. Auf den Arsch. Lalalalalala. Das sieht irgendwie affig aus, wie das Tüchlein da in der Hose wachelt. Ich meine ja nur, ne? Also... Yo, ich bin Hillbilly, deswegen habe ich da ein Tuch in meiner Tasche. Ja,
Hey, Mr. Zombie. Freaker Joe, how's it going? Das Problem ist, jetzt habe ich dumme Wölfe auch noch an der Backe die ganze Zeit. Da vorne ist eine rote Welle, das bedeutet, ich habe da mal wieder Freunde. Hi. Jetzt bin ich auf dem Piep. Ja, Motorrad, was ist denn dein Problem? Meine Mission, es ist blöd zu fahren. Was ist mit dem Motorrad falsch? Ja. Oh, das Camp ist voll von denen. Ah, ja. Nein, nein. Du musst das Bike hier lassen, Dick. Sonst lockst du die noch alle an. Ich hasse dich, Dick. Okay, wir machen das folgendermaßen. Ich komme später zurück und beende dann die Arbeit hier. Du hältst das Maul. Okay, es ist in Ordnung. Habe ich Molotovs? Ja. Ich soll hier Lager ausputzen aus Dings, ne? Bei Tag habe ich mehr, aber sie sind nicht so stark. Noch mehr von euch? Yep. Wo siehst du die denn? Bin ich doof? Hä? Okay, das sind explosive Fässer. Okay. Frei. Noch dein Presse. Na, wie gefällt euch das? Hm? Na los, ihr Scheißkerle, kommt schon. Das gefällt ihnen sicher super. Oh, fuck. Wolf. Ey, es ist unglaublich, ne? Ich will mich ja nicht aufregen, aber... Ja, aua, mal 4. Ey, wo ist meine Nahkampfwaffe jetzt? Komm her, du greisliches Kackvieh! So. Jesus Christ. Okay, ab sofort mache ich nur noch Nahkampf. Drauf geschissen. PS, au! Was ist mit der Waffe falsch? Yep. Endlich. Kann ich? Bla bla bla. Feuern, zielen. Ja, das ist sehr schön. Hab ich gemacht, aber das geht ja immer nicht. Hä? Kann ich das mal einmachen? Schauen wir mal, was dann passiert. Aha.
Ich hab was grunzen hören. Das geht bestimmt schnell hoch. Ja. I hate this shit. Hey, Mr. Zombie. Soll ich mal aufhören, die Vibration da reinzumachen? PS, es kommt noch mal so ein Köter. Ja. I love it very much. Könnte nützlich sein. Ach schon, die Flasche ist nicht explodiert. Hi. Muss ich wissen, warum die ein Nest bauen? Da hinten liegt einer. Und wie viel wollen wir wetten, dass wenn ich da hingehe, der aufsteht und sagt, hi! Ist der zerrissen an der Mütze? Dann könnte er vielleicht nicht aufstehen. Guckt euch mal die Blutspur an, die geht in den Kofferraum. Ich tue es nur für euch, weil ihr gemeint seid und es sehen wollt. Okay, ist nichts passiert. Ja, Schrott. Ich will gar nicht wissen, wo denn sein Oberkörper hin ist. Kommt jetzt aus der Motorhaube. Soll ich nicht eigentlich Nester kaputt machen? Haha, da oben krabbeln welche rum. Bleh. 1 von 6. Mein BIA-Level ist gerade mal wieder ganz weit nach oben gestiegen.
Ich hasse Zombies. Ich hasse Zombies. Ich hasse... Hi. Wenn da ein Kinderzombie drin ist, ne? Fickt euch. Meine Machete. Kommt jetzt schon wieder ein Gewitter? Verarscht ihr mich? Die machen das extra. So, irgendwie, entweder bin ich blind, ich sehe keine Nester. Danke, Gewitter. Es ist sehr schön, dass du hier bist. Eine Machete, Bro. Also wenn hier 6 Nester sein sollen, bin ich entweder blind. Okay. Oh Gott, unten geht's noch weiter. In der Hütte muss ein Nest sein. Ich hasse ihn. So muss ich mir das jetzt sagen. Ich seh's. Gut, Jungs und Mädels, dann mal los. Hi, ich finde euch. Geh weg, Bitch. Fuck you. Was machen die denn da drin? 6 Dungeon Special? Scheiße, ich habe keine Muni mehr. Na doch, 17. Das ist nicht gut. Ich hasse Zombies. Eine Axt. Was war das? Ah.
Oh, dieser scheiß Regen hört sich an, als wenn da jemand laufen würde. Jesus Christ. Ich hasse es. Oh nein. Hi, ihr Hässlons. Gott sei Dank Munition. Ja. Was uns dann hier noch so erwartet, sehen wir dann im nächsten Part. Ich freue mich super mega schon drauf. Bis zum nächsten Mal, sage ich wie immer. Ciao, ciao.